So, wir kommen nun zum zweiten Teil vom Herzhäkeln in Double Face und wir machen gleich weiter mit dem ersten Teil der fünften Runde, also mit der ersten Farbe. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Und wer neu hier ist, alle anderen Videos, wie man bis hierher kommt, verlinke ich unter dem Video. Ein oberes Reliefstäbchen von vorn. Und jetzt brauchen wir 7 obere Reliefstäbchen von hinten. Das erste kommt wieder um das lilafarbene. Wir haben ja hier wieder einen Farbwechsel. Und die nächsten 5 kommen hier auch um diese 5 gelben. 1, 2, 3, 4. Und das nächste geht um die lilafarbene Masche. Und auf der Vorderseite haben wir jetzt nur noch ein gelbes. Und dann geht es schon wieder auf die Rückseite. Das erste kommt um das lilafarbene Reliefstäbchen und dann haben wir hier wieder die 5 gelben. Eins, zwei, drei, vier. Und das letzte um ein lilafarbenes. 1 vorne. 1 schon wieder auf die Rückseite. 1 ums Lila und 5 ums Gelb. 1, 2, 3, 4. Und noch 1 daneben und 1 vorne und schon geht es wieder auf der Rückseite weiter. Eins ums Lila und 5 ums Gelb. Eins, zwei, drei, vier, fünf und das letzte kommt hier auch um die letzte Masche. Und wir schließen die Runde
mit einer Kittmasche. Moment. Wir müssen diese Schlaufe nach hinten legen. Die muss sich immer auf der Innenseite befinden. Hat sie sich bisher automatisch, aber wir haben ja jetzt bis nach hinten mit der ersten Farbe gehäkelt. Also darauf achten, dass die beim runden Schluss immer auf der richtigen Seite liegt, ne? Die vordere Schlaufe auf der Vorderseite und die hintere auf der Innenseite. Dann jetzt geht es mit dem zweiten Teil der fünften Runde weiter. Zwei Luftmaschen und hier haben wir zunächst eine einzelne Masche noch auf der Innenseite. Und dann geht es nach vorne hier. Wir schauen es uns erstmal wieder an. Diese fünf werden behäkelt und rechts und links die tief liegenden gelben hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und noch das gelbe, sieben. Und dann geht es für eine Masche auf die Innenseite, auf diese unbehäkelte hier. Und dann geht es schon wieder auf die Vorderseite, um diese sieben Maschen zu behäkeln. Was ihr euch merken müsst, immer auf der Vorderseite häkelt ihr die Reliefstäbchen von vorn, egal ob ihr mit der ersten oder mit der zweiten Farbe häkelt und auf der Innenseite immer von hinten, auch da egal, mit welcher Farbe ihr häkelt. Und dann geht es wieder auf die Innenseite. Hier liegt die unbehäkelte lila Masche. Und dann wieder auf die Vorderseite. Und wieder auf die Innenseite. Und für das letzte Herz geht es nochmal nach vorn. Und noch hier die gelbe. Und wenn ihr jetzt die Runde schließt, eben darauf achten, dass die Anfangsschlaufe der ersten Reihe auch vorne liegt.
die Kittmasche. So, in der sechsten Runde, ich habe euch ja im Zoom-Meeting gesagt, als es ums Double Face ging, vielleicht denkt ihr auch, die Huck hat doch ein Rad ab, was häkelt die hier? Also in der sechsten Runde wird es jetzt echt ein bisschen tricky mit den Bögen, aber wenn ihr es bis hierher geschafft habt, bin ich mir sicher, dass ihr das auch schafft und dafür gibt es ja dieses Video, dass ihr nachschauen könnt. Und ich häkle hier, ich sehe zum ersten Mal das Ergebnis mit der Merino Silk Socks. Ich habe ja die Herzchen hier mit der Year Socks gehäkelt und ich bin auch echt begeistert, wie schön hier das Muster rauskommt und kann ich mir wirklich auch für Armstulpen sehr gut vorstellen und Mützen natürlich sowieso und durch diesen Stretch-Effekt sitzt das natürlich super, ne? Da braucht eine Mütze kein Innenfutter, das ist schön dicht und trotzdem weich. So, seid ihr bereit für die sechste Runde? Wir häkeln zwei Luftmaschen für die Höhe. Und häkeln jetzt um diese Masche herum zwei Reliefstäbchen von vorn. Wir nehmen also eine Masche zu. Jetzt gehen wir auf die Rückseite und haben hier ja jetzt die 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Maschen vom Herz und die ersten 3 häkeln wir jetzt zusammen ab. Ich habe einen Umschlag auf der Nadel, steche um die erste Masche herum wie gewohnt ein und hole den Faden durch und dann den Faden nochmal durch zwei Schlingen ziehen. Dann lege ich nochmal den Umschlag auf die Nadel, steche um die nächste Masche herum ein, hole den Faden durch und hole den Faden nochmals durch zwei Schlingen und nochmals um die nächste Masche von hinten herum einstechen. Jetzt habt ihr 4 Schlingen auf der Nadel. Die mascht ihr jetzt zusammen ab. Jetzt übergeht ihr auf der Vorderseite 3 Maschen und häkelt um die vordere Masche eine einzelne Masche. Und schon geht es wieder auf die Rückseite. Eine Masche wird übergangen und die nächsten 3 häkelt ihr wieder zusammen ab. Moment, noch, ich habe was vergessen. Hier kommen nochmals um die vordere, kommen nochmals 2 Reliefstäbchen von vorne. Wir müssen ja einen Ausgleich für die zusammengehäkelten Maschen schaffen. Also um diese einzelne habe ich jetzt 3 Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. So, auf der Rückseite eine übergehen und die nächsten 3 zusammen abmaschen wieder. 1, 2, 3 und dann alle 4 Schlingen zusammen abmaschen. Dann hier 3 übergehen. Und auf das einzelne Gelbe hier, um das herum wieder 3 Reliefstäbchen häkeln. Zum Ausgleich der zusammengehäkelten Maschen. Dann geht es wieder auf die Rückseite.
und ihr umhäkelt hier 3 Maschen wieder zusammen ab. Eins, zwei, drei. Dann geht es auf die Vorderseite und ihr übergeht 1, 2, 3 Maschen und häkelt um das mittlere Reliefstäbchen 3 Reliefstäbchen. Und dann geht es wieder auf die Rückseite. Eines übergeht ihr hier. Und um die nächsten 3 kommen wieder 3 zusammen abgemaschte Reliefstäbchen. Und wieder geht es auf die Vorderseite. Und um dieses einzelne gelbe Stäbchen gehen jetzt wieder 3, kommen jetzt wieder 3 Reliefstäbchen. Und es geht wieder auf die Rückseite. Und ihr seht, durch das Umhäkeln von 3 Maschen zieht sich hier diese erste Masche schon kräftig nach vorne. Am besten holt ihr die schon von der Rückseite her nach vorn, also nach innen. Dann könnt ihr die besser packen mit der Häkelnadel. 1, 2, 3 und zusammen abhäkeln. Dann zum Ausgleich der Maschen hier wieder um die mittlere Masche. Ihr könnt auch 3 abzählen zum Übergehen. Hier kommen jetzt wieder 3 Reliefstäbchen rein. Wir brauchen ja die gleiche Maschenzahl. Und auf der Rückseite übergehen wir eine Masche und häkeln wieder 3 zusammen abgemaschte obere Reliefstäbchen von hinten. Was für ein Text. Und dann geht es wieder nach vorne um diese einzelne gelbe. Und hier kommen 3 Reliefstäbchen um die einzelne Masche. Und hier ist jetzt wieder die Stelle, wo die nächste Masche hier schon nach vorne zieht und da seht ihr schon die Einstichstelle von innen und so könnt ihr sie vielleicht besser fassen. Testet es aus, ob es euch von hinten besser geht. Also wenn ihr gleich auf die Innenseite wechselt oder ob ihr so probiert. Und wir sind schon beim letzten Herz. Auch die schwierigste Runde ist irgendwann mal zu Ende. Hier kommen jetzt vorne nochmal 3 Reliefstäbchen von vorne. Und von innen ein letztes Mal eine Masche umgehen und um die nächsten 3 häkelt ihr 3 Reliefstäbchen von hinten. Und auch hier geht die letzte Masche wieder etwas schwerer. Das kommt durch die Kippmasche, also wundert euch hier nicht, ihr macht nichts falsch. Und jetzt kommt erstmal die Schlaufe nach innen.
Das ist ja die zweite Farbe, die muss immer nach innen liegen. Und jetzt haben wir zu Beginn, falls ihr euch noch erinnert, wir haben hier nur zwei Reliefstäbchen gehäkelt. Jetzt kommt hier um diese Masche, häkelt ihr nochmals ein Reliefstäbchen herum, bevor ihr dann die Runde mit einer Kippmasche schließt. Auf der Innenseite kann man schon ein bisschen das Herz erahnen. Und jetzt häkeln wir die zweite Runde der sechsten. Und dann wird man auch auf der Vorderseite das Herz schon sehen. Mit der siebten Runde kommt es dann richtig zur Geltung. Zwei Luftmaschen für die Höhe und wir beginnen auch hier mit zwei Reliefstäbchen von hinten um die erste Masche. So. Dann geht es auf die Vorderseite. Um diese drei Maschen hier häkeln wir jetzt drei zusammen abgemaschte Reliefstäbchen von vorn. Dann geht es auf die Rückseite. Um diese Masche häkeln wir nun drei Reliefstäbchen von hinten. Also hier ist die übergangene Masche. Auch die zieht es etwas auseinander, weil ja rechts und links drei Maschen jeweils zusammengezogen worden sind. So, für das erste drei Reliefstäbchen von hinten. Dann wieder hier von hinten einstechen. Und noch einmal. Und dann geht es auf die Vorderseite und hier häkeln wir wieder drei Maschen zusammen. Und auf der Rückseite kommen dann wieder um die lilafarbene Masche. Drei Reliefstäbchen von hinten. Eins. Zwei. Und dann geht es nach vorne und ihr seht auch hier schlüpft die erste Masche so ein bisschen nach rechts, aber mittlerweile habt ihr ja schon ein bisschen Übung und wisst, dass ihr die nicht vergessen dürft. Wir brauchen ja drei zum Zusammenhäkeln. So, und jetzt kommt hier auf der Rückseite um die rechte Masche, um die übergangene Masche, kommen wieder drei Reliefstäbchen von hinten. Und dann gehen wir vor zum Bogen und häkeln hier drei zusammen ab. Also stets abwechseln. Drei zusammen abhäkeln. Dann um die lilafarbene Masche wieder drei
hinten einhäkeln. Habe ich nicht sauber eingestochen. Immer schauen, dass ihr beide Schlingen vom Maschenglied auf der Nadel habt. Und wieder auf der Vorderseite drei zusammen abschlingen. Und jetzt sind wir wieder hier bei der übergangenen gelben. Hier kommen wieder drei Maschen rein. Und auf der Vorderseite häkeln wir wieder drei Maschen zusammen. Und auf der Rückseite um die lila Masche wieder drei Reliefstäbchen von hinten und auf der Vorderseite drei rein. Und jetzt sind wir hier wieder bei der einzelnen gelben. Hier kommen drei Reliefstäbchen von hinten rein. Ich glaube auch hier. Jetzt passt's. Eins, zwei, drei. Und auf der Vorderseite sind wir beim letzten Herzbogen. Hurra! So. Und jetzt häkeln wir auch hier um die erste Masche. Da haben wir ja nur zwei Reliefstäbchen eingehäkelt. Auch hier häkeln wir jetzt noch das dritte Stäbchen um diese Masche herum und schließen die Runde dann mit einer Kettmasche ins erste Reliefstäbchen. Auch die schlimmste Reihe ist irgendwann geschafft. Stück für Stück. Die siebte Runde wird jetzt dafür entspannender, versprochen. Zwei Luftmaschen für die Höhe und zwei Reliefstäbchen von vorne auf die ersten zwei Maschen und auch eins von vorne auf die zusammengehäkelten Maschen in lila. Also es findet kein Farbwechsel statt. Um diese drei kommt auch jeweils ein Reliefstäbchen von vorne. Und auch um den Bogen herum. Um die drei zusammen abgemaschten, die den Herzbogen ergeben. Also die siebte Runde heißt kein Farbwechsel, keine Maschen zusammenhäkeln, keine mehrere Maschen in einer Einstichstelle, alles ganz entspannt. Habt ihr euch verdient.
Ja, und natürlich ist diese Runde dann auch viel schneller gehüpft als wie die vorige. Kein Wunder. Und jetzt haben wir hier noch diese einzelne, die wir ja da ganz zum Schluss noch um die drei gehäkelt haben. Oder um die drei zu vervollständigen gehäkelt haben. Und dann kommt eine Kettmasche in die erste Masche. So, jetzt sieht man schon hier vorne, ich habe die Herzchen schön. Auf der Innenseite kommt das jetzt auch. Sieht man es schon ein bisschen besser. Und jetzt kommt auch hier erstmal eine kleine Schlaufe hin. Und dann kann es losgehen. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Zwei Reliefstäbchen von hinten um die ersten zwei Maschen. Und dann haben wir jetzt hier die drei zusammen abgemaschten gelben Maschen. Da kommt auch ein Reliefstäbchen drum. Und dann geht es wieder weiter oben mit den nächsten drei. Eins, zwei, drei und jetzt haben wir hier die lila Masche, die gelbe zusammengehäkelte Masche. Und weiter geht's. Eins, zwei, drei. Und eine Runde. Eins, zwei, drei und tiefer einstechen. Eins. Zwei, drei und runter. Eins. Zwei, drei und runter. Eins, zwei. Und runter. Eins, zwei, drei und runter. Und auch hier haben wir jetzt noch das Einzelne.
bevor wir die Runde mit einer Kittmasche schließen. So. Sieht das dann auf der Außenseite und auf der Innenseite sieht das dann so aus, also ganz genau so. So, jetzt gucken wir noch den runden Übergang. Habt ihr ihn gesehen? Er ist hier. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So gut wie. So, nun hoffe ich, die Technik findet ein paar Liebhaber. Ich weiß, dass es anspruchsvoll ist. Aber manchmal ist das genau das, der Reiz des Ganzen. Wir haben immer Leute, die solche Sachen als Herausforderung sehen, nach dem Motto, einfach kann jeder. Alles kann, nichts muss. Also dieses Video ist einfach nur, dass ihr wisst, Double Face ist möglich. Und auch durchaus tragbare Modelle, also auf jeden Fall. Jetzt nicht ein Schal, aber ein Loop würde ich mir durchaus von, gerade jetzt mit der Yearsox, ihr seht schon, das ist richtig schön feingriffig, könnte ich es mir gut vorstellen. Hier sehe ich Handstulpen, Mützen, solche Geschichten. Aber auch natürlich Sitzkissen und solche Geschichten. Also die, das ist auch etwas, was ich mir toll vorstellen kann mit dieser Technik. Gut, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Auch für mich war das Video jetzt wirklich anstrengend. Ich habe ja zwischendurch, das habe ich ja jetzt nicht an einem Stück durchgehäkelt, genau in dieser sechsten Runde habe ich einmal auf der Innenseite statt drei Reliefstäbchen einzuhäkeln, habe ich sie zusammen abgemascht, habe das erst in der folgenden Runde bemerkt und musste dann so das alles nochmal neu starten mit der sechsten Runde, nachdem sie endlich geschafft war. Und ja, das war jetzt anstrengend, aber auch ich bin jetzt stolz, dass es geschafft ist. Also wer so weit kommt, Glückwunsch für das Erlebnis, darf man sich daran freuen und auch durchaus stolz drauf sein, dass man die Herausforderung angenommen hat. So, und nun einen herzigen Gruß von mir und hoffentlich bis bald, eure Veronika.